So, da sind wir auch wieder bei 7 Days to Die in der Alpha 19. Ich packe hier nur schnell den Rest weg. Ich hatte bloß, ja, ich habe hier leichte Platzprobleme. Ist alles voll. Die Keule muss noch weg. Das Eisen packe ich gleich noch rein. Das packe ich auch erstmal da rein. Das passt nämlich nirgendwo mehr. Patronen habe ich ehrlich gesagt auch ein bisschen viele. Die packe ich da auch mal mit rein. So, und die Eisenrohre gehört denn, glaube ich, hier mit rein, oder? Nein. Da haben wir sie drin. Gut. Der Rest hier unten nehmen wir ja sowieso mit. Das nehmen wir mal mit. Das ist ja eh unser Wrench. Oder Wrench heißt es, glaube ich, auf Englisch. Auf Deutsch ist es der Schraubenschlüssel. Gut. Und das Eisen kommt in die Schmiede. Und dann, darin schmelzen tue ich es später. So, wir schieben jetzt wieder los. Und zwar werde ich jetzt einmal ganz kurz die zuerst machen, bevor wir zu der fahren. Deswegen werde ich die einmal aktivieren. Klitzekleine Spinne. Und dann machen wir noch die andere. So, unser Moped hatten wir ja hier stehen gelassen. Wunderbar. Gut, das dürfte jetzt nicht allzu weit weg sein. Da fahren wir jetzt mal gemeinsam hin. Mit dem Moped geht es ja relativ schnell. Hoffe ich zumindest. Ansonsten kann ich es ja immer noch schneiden. So ist es nicht. Ah, hier haben wir Eisen für später. Sollte ich mir mal merken, hätte ich auch auf der Karte markieren können. Na gut, hätte ich jetzt keine Lust zu. So, und die andere Quest geht, glaube ich, komplett in die andere Richtung. Aber wir wollten die ja auch mitmachen. So ist es nicht. Das macht bestimmt später Riesenlaune, wenn man das Motorrad hat. Wie gesagt, aber aus Motorrad werde ich jetzt nicht skillen. Andere Skillpunkte sind im Moment erstmal wichtiger. Die Straßen hier. Ah, wir werden es früher oder später irgendwann haben. Irgendwann haben wir auch genug Jetons, um so einen Trailer zu holen. Weil, gut, wir machen die Quest jetzt in erster Linie, um an die IP zu kommen. Für die Skillpunkte. Aber der positive Nebeneffekt ist ja, dass wir dadurch auch Jetons kriegen. So, und hier haben wir schon eine City. Da sollen wir die Spinnchen töten. Das muss hier vorne ja irgendwo sein. Vor allen Dingen, die hätte ich mal am Anfang finden sollen. Hier sind so viele geile Häuser. Da ist sie doch schon. Okay, warte mal. Moped stelle ich ein bisschen weiter weg. Ich habe das mir schon gehabt, dass wenn ich die Quest annehme, plötzlich mein Fahrzeug verschwunden war. Deswegen stelle ich es immer ein bisschen weiter weg. So, ich wechsle mal auf die Waffe. Ist sie nachgeladen? So, dann dürfen hier Spinnies kommen. Da sind gerade welche gespawnt, habe ich gesehen. Jupp. So, das dürfte es aber auch gewesen sein. Was ist das denn jetzt? 2 Stunden? Moment. Ich habe hier jetzt gerade, was ist denn das? Gebrochener Arm, hält 2 Stunden an. Dein Arm ist gebrochen, wodurch eine Waffenhandhabung, das Nachladen und die Schwunggeschwindigkeit langsamer sind. Das ist nicht gut. Eine Schiene oder ein Gips wird die Heilung beschleunigen. Bei Fernkampf oder kräftigen Angriffen verzögert sich die Heilung oder du wirst verletzt. Warte mal, was Schienen haben wir? Dann werde ich mal eine Schiene benutzen. Ah, jetzt sind es zumindest nur noch 39 Minuten. Gut. Ah, komm, die Viererschaufel kann ich gleich zerlegen. Das Messing zerlege ich auch mal. Das Essen nehme ich mit. So. Gut, dann hätten wir das erledigt. Rede mit Händler, sagt er mir. Dann gehen wir einmal kurz auf die andere Quest. Und zwar diese hier. Einmal aktivieren. Und die ist natürlich von hier eine ganze Ecke weg. Liegt also doch komplett in die gegengesetzte Richtung. Und zwar da lang. Gut. Dann fahren wir da jetzt mal hin. Ah, wir sind zwar noch nicht ganz da, aber ich habe jetzt gerade gesehen auf halbem Wege, hier ist unser Airdrop. Stimmt, der kam ja zur Hordennacht und den hatten wir gar nicht geholt. Da bin ich jetzt durch Zufall vorbei. Dann nehmen wir den doch wohl unterwegs mal mit, ne? Den kann man jetzt aber auch definitiv nicht mehr übersehen. Jetzt leuchtet er ja so lange, bis man ihn eingesammelt hat. Okay, die Pfeile kann ich gleich zerlegen. Da müsste ich mal gucken. Ja, bringt auch gerade mal 71 und wir haben Zombie-Besuch, ehrlich? Jo. Gut. Ja, also der Basie ist deutlich besser als die Keule. Das stimmt schon. Ich habe übrigens eben unterwegs kurz einen Hirsch getötet. Also wir haben jetzt 1 von 5. Deswegen haben wir auch Fleisch einstecken.
Aber jetzt geht's weiter. Gut. Jetzt sind wir aber auch schon fast da. Das war jetzt echt Zufall, dass ich den Airdrop da gesehen habe. Aber schaden kann es jetzt auch nicht, auch wenn jetzt nicht so der Brüller drin war. Ich wünschte, da wäre man jetzt irgendwie so schön Militärrüstung drin oder so, aber ich glaube, das Glück werden wir auf unserer Game Stage noch nicht haben. Weil die Landschaft hier ist ja auch super ernüchternd schön. Hier hängt man mit dem Moped selbst überall fest und. So, denn ja. Kommen wir jetzt auf der Straße weiter? Schön. Wer ist hier? Weiß mich nicht genau, wo die Quest ist, aber. Falls nicht bei uns zu Hause. So. Wir haben nur noch 35% Sprit. Also gut, aber Benzin hätten wir notfalls noch dabei. So ist es nicht. Das ist vermutlich eins der Hütten hier in der Stadt. Wir sollen ja diesmal beides finden. Säubern und eine Tasche. Aber das werden wir wohin kriegen. Ich werde gleich, bevor wir da reingehen, mal kurz mein Inventar entleeren ins Moped. Und dann geht's los. Bin ich mal gespannt, was das für eine Hütte ist. Das müsste hier vorne gleich irgendwas sein. Oder? Halt eine größere City zu sein. Ist das die Feuerwehr da vorne oder was? Nee, ist gar keine Feuerwehr. Lagerhaus oder sowas. Scheint das aber zu sein. Ja. Scheint das Lagerhaus hier zu sein. Okay. Gut, dann werde ich einmal kurz. Hier, Eisen, Messing, gut, das kam ja eben hier alles aus der Lootkiste, das habt ihr ja gesehen. Und das Leder und Fleisch kam halt aus dem Hirsch, den ich da unterwegs erledigt hatte. Das Bier hatte ich vergessen wegzuschmeißen, schmeiße ich jetzt erstmal da rein. So, das kann auch rinnen. Und dann machen wir jetzt die Quest. Das werde ich aber nicht vorher durchlooten, das Gebäude ist viel zu groß. Sondern da werden wir jetzt so direkt reingehen. Eine Art Schule ist das, ha? Okay. Dann wollen wir mal rein. Das ist eine Schule. Okay. Hier sollen wir Tasche finden und die Zombies töten. Baseball-Cabby. Ist besser als meine. Warte mal. Ja, aber auch nur bei Hitze und Kältewiderstand, ne? Ja. Die werden wir zerlegen. Halt, bevor wir sie zerlegen, nehme ich einmal die Farbe raus. So. Den zerlege ich ihn und die Farbe gleich mit. Wunderbar. Warum haben wir kein Licht an? Wer klopft denn hier? So, Messinglampe, weiß ich. Ist im Moment aber unwichtig. Hier ist sonst nichts weiter. Nö. Nigge spinnt. Muss das hier? Kampfanzugjacke. Ja. Bietet weniger Kältewiderstand, dafür mehr Hitzewiderstand. Ah, kann ich auch meinen Pulli anlassen, ehrlich gesagt. Bringt auch gerade mal 8 beim Trader. Also, den werde ich zerlegen. Den futter ich mal kurz ein bisschen. Gut. Keine Ahnung, wer da rumklopft. Ich mache lieber mal die Tür zu. Man weiß hier nie, was da angekraucht kommt. Ding kann ich auch gleich zerlegen. So, der ist leer. Da war's drin? Nein. Ah, das Schulgebäude ist relativ groß. Hier wäre was. Was haben wir da? Schwarze Botten. Was habe ich für Botten an? Rüstungsbotten. Gut. Das heißt, nein, ich werde meine definitiv wieder anziehen. Und die schwarzen aber einmal die Farbe rausnehmen. Zack. Dann werde ich sie zerlegen. Die Farbe genauso. So. Verschlossen. Da möchte ich aber gerne rein, oder? Ist das draußen? Bin mir da gerade nicht so sicher. Ich klopfe einmal kurz durch. Weil die so beschädigt aussieht. Das ist draußen. Okay. Da war nichts. Dann geht's hier weiter. Hier sind definitiv irgendwo Zombies. Da ist noch ein Bad. Ah, da, hallo. Ah, Entschuldigung, unser gebrochener Arm flatuliert da rum. Ich muss aufpassen, dass ich nicht so häufig kräftige Angriffe mache. Mensch, Bebel, gut, dann mache ich eben normale Angriffe. Also sonst wird das wieder schlimmer mit dem gebrochenen Arm. So, ist hier irgendwas drinnen? Nö,
Hier auch nicht. Da gehe ich gleich gucken. Und dich erledige ich aber einmal kurz. Mensch, die Lehrergang. Nun bleibt doch mal liegen hier. Ihr habt Feierabend. So, hier ist irgendwo meine Tasche. Hier hinter dem da? Ah, der geht aber auch nicht. Da werde ich gleich mal gucken. Ich will aber nur einmal kurz hier rein. Ich höre hier noch irgendwo einen Zombie klatschen. Da liegt sie. Okay. Dann gucke ich noch einmal kurz in die Mülltonne. Das kann ich gleich zerlegen. Die Jetons kommen natürlich mit. Ah. Also doll ist der Loot hier. Aber die Schulen haben sich noch nie wirklich gelohnt. Aber wenn ich für die Quest hier rein muss, muss ich hier immer rein. Wenn ich Glück habe, finde ich noch ein paar Rezepte. Ja, das wäre natürlich nice. Auch wenn ich mich frage, warum in einer Schulküche Schrotflintenmunition liegt. Wer weiß, was der Koch hier macht. Kaffeesamenrezept, das ist schon mal sehr schön. Und sogar noch ein zweites. Nehmen wir mit. Dann haben wir hier noch... Ah, wieder was zu trinken. Döschen kann man gleich zerlegen. Essen kommt mit. Da steht noch Essen. Naja, oder trinken. Die Tasche muss natürlich mit. Jupp. Müssen wir nur noch die restlichen Zombies erledigen. Ja. Die Pfeilspitzen werde ich gleich zerlegen. So. Hätten wir die Küche auch durch. Bevor ich da jetzt hochgehe, möchte ich gerne die Lehrerzimmer noch einmal durch. Und ich sehe gerade, wir kriegen Besuch von Glatzi. So, das wär's mit Glatzi. Hier noch irgendwas drinne, die kamen wahrscheinlich alle raus, ne? Wahrscheinlich das Direktorenzimmer oder so. Aber da liegt immerhin noch eine Sporttasche. Mit ein paar Tabletten und ein Bücherregal. Oh, das haben wir ja beides schon. Na gut, kann man beim Trader verkaufen. So, warte mal, jetzt werde ich die Stühle aber auch gleich zerlegen. Zumindest den anderen mache ich gleich. Warteschlange ist voll. Dann würde ich da gerne nochmal reingucken. Hier ist auch schon alles rausgerannt. Messinger zerlege ich gleich. Das dauert immer so lange, das Messinger. Den nochmal mit. Da ist nichts. Den nochmal mit. Aber das ist auch neu, dass man hier so Pinnwände findet mit verschiedenen Sachen drauf. Das war vorher auch so nicht im Spiel. Die Schuhe, ah gut, warte mal, die brauche ich zwar nicht, aber... Ich nehme die Farbe raus. Zack. Die Schuhe, ja, oh. Seh zu, dass du fertig bist, Messing. Ich muss hier so einiges zerlegen. Gut, dann hätte ich hier unten aber auch alles durch, ne? Den würde ich am liebsten, ehrlich gesagt, auch auseinandernehmen, weil wir die Teile brauchen. Aber das, glaube ich, mache ich mal extra, wenn wir nicht gerade looten sind, weil sonst ist das Inventar gleich wieder so voll. Ist hier oben da noch irgendwas? Ich hoffe es mal. Weil wir uns füllen noch Zombies. Hier ist noch eine Tasche. Ein Döschen, die wir auch nicht zerlegen können. Alter, mir geht gerade dieses Messing da so auf den Senkel. Da geht's so nicht rein. Ich wühle mich hier nämlich gerade komplett fest. Weil das Messing nicht fertig wird. Verändern, Farbe raus. So. Weil gut, der Rest geht wieder schnell. Das dauert nur ein paar Sekunden. Aber das Messing... Unsere Armbruch klingt so langsam ab. Da kommen doch garantiert Zombies von oben runter. Mit Sicherheit kommen da Zombies runter. Ja. Hallo. Na, ich versuche gerade... nicht so oft den kräftigen Angriff zu machen. Weil unsere Verletzung sonst nicht heilt. Wieso klopfst du dumme Pute gegen die Tür? Ich bin hier. Weil wie sie da hängt. So, ist das Messing jetzt mal fertig? Ja, sehr schön, gut. Kann ich ja jetzt noch ein paar Sachen zerlegen. Das. 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 So, siehst du, dass du fertig bist? Das, das, alles wieder voll.
Das haben wir gleich. So, das kann zerlegt werden, das kann zerlegt werden. So, bevor ich jetzt das Messing da reinpacke, zerlege ich erstmal andere Sachen. So. Das wollte ich ja verkaufen, sonst hatte ich aber auch nichts zum Zerlegen, oder? Nein. Gut, dann kann ich jetzt wieder das Messing da reinpacken. Das dauert mich mehr Ewigkeiten. So, jetzt haben wir auch wieder ein bisschen Platz. Das ist nur die Frage, wo geht's weiter, ne? Eine ist eine Mod. Jupp. Aber da war doch noch irgendwas. Eben genau, die Ballonmütze. Da möchte ich gerne nochmal die Farbe rausnehmen. Weil man kann ja nicht mehr wie früher in der Alpha 17 war das, glaube ich, konnte man die Farbe auch so finden. Das geht leider nicht mehr. Das geht nur, wenn man jetzt die Modfarben zerlegt. Ah, das geht da vorne weiter. Okay. Ist hier noch irgendwas Brauchbares? Ein Düschen. Okay. Da ist nix. Hier ist auch nix. Hier irgendwas hinter der Tafel. Ah, wohl, hier geht's weiter. Okay, dann gehe ich erstmal nach da hinten. Da was hinter? Wahrscheinlich nicht. Doch. Wunderbar. Können wir auch gleich zerlegen. So. Hier ist noch ein Lokus. Okay. Mit schon wieder Schüchchen drin. Okay, Moment. Wieder Farbe rausnehmen. Wir finden jetzt aber viele Klamotten, ne? Aber ich glaube, das ist in der Schule auch ziemlich normal. Hier ist diesmal nichts drin. Waschbecken auch nicht. Pissoir auch nicht. Gleich im Klo. Ah, ein bisschen Pipi-Wasser. Gut. Dann muss ich da vorne hoch. Bei uns fehlen definitiv noch Zombies. Und essen sollten wir auch mal was. Warte mal, ich futter die da. Dann können wir gleich die Dose zerlegen. So, die Weißen brechen vermutlich wie immer wieder weg. Ist da vielleicht noch was drin? Nein, diesmal nicht. Okay. Ja, aber wie soll ich denn hier außen rum oder was? Oder soll ich da rüber rennen oder wie denkt ihr euch das? Wahrscheinlich. Gut, dann geht's hier runter. Das ist wohl das Lehrerzimmer. Und mich würde es nicht wundern, wenn hier irgendwo noch Kollegschaft rumrennt. Jupp. Aber der Basie ist echt gut. Der Basie ist sehr gut. So, dann will ich mal kurz. Wir haben hier wieder einen Punkt. Dann werde ich hier auch nochmal in den Prügelpeter was reinstecken. Da können wir zumindest schon mal Stufe 3 Basis herstellen, auch wenn wir einen haben. Machen aber auch schon 20% mehr Schaden. Und eine 70% Chance. So. Dann gucke ich jetzt kurz die Bücherregale durch. Papier. Papier. Noch mehr Papier. Gibt es hier nicht mal ein paar Rezepte? Papier. Also die Lehrer werden auch immer geiziger. So, noch mehr Papier. Okay, nur Papier hier. Hat sich nicht wirklich gelohnt, ne? Bäh. Da was hinter? Bäh. Da oben ist aber was drauf. Ich hatte so ran? Nee, ne? Okay, hätte ja klappen können. So, denn einmal. Ach, hier. Ja, natürlich ein Antibiotika nehme ich mal mit, aber den Bogen brauche ich nicht wirklich. So. Denn das Messing können wir gleich zerlegen. Plastik kommt mit. Was ist das? Eine Zigarre. Stärke plus 1, Handeln plus 10. Na gut, das kann man aber auch skillen. Den werde ich auch gleich zerlegen. Ah gut, die bringt auch nicht viel, aber ich nehme sie mal mit. Da haben wir eine schöne Kippe. Wunderbar. So, ist hier denn noch was Brauchbares? Ah, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Wunderbar. Ist hier noch irgendwas in der Ecke oder so? Nein. Wir müssen ja noch irgendwo Zombies sein. So. Und wieder Hunger. Ah, diese Dosen halten auch nichts mehr aus, hm?
Gut, dann können wir die gleich futtern. Und die Dose gleich zerlegen. So. Hier zu. Dann gehen wir hier mal hoch. Jetzt zeige ich mir auch an, dass oben noch Zombies sind. Ah, das ist das Dach. Alles klar. Die sind doch bestimmt Geier. Yo, da ist er schon. Hundi! Schlimm. Geier und Hundi zusammen ist nicht schön. So. Ah, das waren aber auch die letzten Zombies. Alles klar. Den Hundi und Geier werde ich aber trotzdem einmal zerlegen. So, den Geier auch nochmal. Wunderbar. Ist hier kein Schatz. Ich habe hier jetzt ehrlich gesagt einen Schatz erwartet, aber Quest ist fertig. Zerlegen, zerlegen. Ich weiß, wenn man es einschmelzt, kommt mehr raus. Ist mir bewusst, das Problem ist, wir haben nicht den Platz, hier alles mitzunehmen. Da geht's mir schon los. Wir sind schon völlig überfüllt. Ich will jetzt aber auch nicht runter zum Moped. Das könnte man nochmal zerlegen. Trinken. Ja, warte mal. Trinken könnte ich so oder so. So, ich trinke die dreimal aus. Dann haben wir Trinken wenigstens voll. Und die Gläser selber schmeiße ich auch weg. So, nehme ich hier die Stühle mal mit. Werde sie aber auch gleich zerlegen. So, hier ist Munition. Jo. Da. Da, Tablettchen. Der dürfte schlechter sein. Ja, weg. Das haben wir schon. Kann man verkaufen. Sogar zweimal drin. Der Bogen kann zerlegt werden. Warteschlange ist voll. Okay, eins nach dem anderen. Die beiden Sachen müssen mit. Wir haben schon wieder so einen blöden Wasserkrug hier. Den trinken wir mal aus. Auch wenn Trinken voll ist. Das wird hier ja gespeichert an der Seite. Der kommt raus. Dann kommen hier die zwei Bücher rein. Und Tabletten. Eine können wir nehmen. So, die schmeißen wir raus. Genau wie die Glasscherben. Nehmen wir die noch mit und das können wir jetzt hoffentlich mal zerlegen. Ja. Wunderbar. Dann mal kurz in die Kisten gucken. Och Gottchen. Zerlegen, zerlegen. Das hier kommt mit. Hier ist hoffentlich ein bisschen Futter drin. Naja, ein roter Tee. So, bevor ich jetzt gehe, gucke ich mich hier aber allerdings nochmal um. Vielleicht liegt da ja noch irgendwo was. Aber doll war die Schule echt nicht, ne? Die Dose kann ich gleich zerlegen. Die Jetons kommen natürlich mit. Wunderbar. Jetzt ist nur die Frage, wie kommen wir hier runter, ohne durch die ganze Schule zurück zu müssen? Das ist eine sehr gute Frage. Wenn ich hier runterspringe, breche ich mir doch die Haxen. Mir bleibt nichts anderes übrig, als den Weg zurückzugehen. Hier kloppen wir noch irgendwo Zombies rum, aber die müssen von draußen kommen, weil unsere Quest-Zombies haben wir. Die kommen mit ziemlicher Sicherheit von draußen. Ah, hier gehe ich jetzt nicht runter. Da breche ich mir die Knochen. Ich werde mich hier durch die Tür kloppen. Und dann müssen wir auch relativ schnell nach draußen kommen. So. Aber jetzt sind wir nämlich auf der Seite. Ach, da bist du, mein Freund. Hab dich schon gesucht. So. Und hier ging es, glaube ich, wieder runter. Und nach draußen, ne? Ja, hier war ein guter Ausgang. Da, der ist er doch. Wunderbar. Gut. Sehr schön.
Denn auf aus Moped und Richtung Trader. Bin mal gespannt, was wir kriegen. Du bist hungrig. Ach, boah. Na gut, für Essen haben wir ehrlich gesagt aber auch nicht wirklich viel gefunden. Langsam wird es schon eng mit dem Essen bei uns. Wir haben mal mehr gefunden. So, da geht's lang. Ja, Mais könnte ich mitnehmen, aber kein Platz mehr. Ich habe jetzt auch keine Lust, alles ins Moped zu laden, weil das muss ich alles später wieder ausladen. Das will ich auch nicht. Wir fahren jetzt erstmal nach Hause. Jetzt sind wir ja fast da. Die letzten 300 Meter machen wir jetzt gemeinsam. Wir gehen einmal kurz zum Trader. Deshalb bin ich mich gerade so beeilt, weil er ja schon wieder fast zumacht. Ich will wissen, was wir für die Quest kriegen. Das war ja schon eine etwas größere Quest. Wir sollten ja Belohnung, also Beutel abholen, Tasche abholen und Zombies töten. Ich hoffe, das gibt mal ein paar mehr Jetons und vor allen Dingen mehr EP. Aber da vorne ist es schon. Gut. Tasche auslernen können wir danach. Ich muss bloß mal gucken, dass ich vielleicht eine Kleinigkeit gleich zerlege oder so. Damit wir die Questbelohnung mitkriegen. Ah, das Moped manchmal. So, warte mal. Ich glaube, wir haben eh schon was drin im Moped, oder? Jo, das ist doch schon halb voll. Na gut, ich lege mal ein paar Sachen rein, die ich sowieso nicht verkaufe. Die behalte ich mal. So, und dann können wir jetzt auch ruhig gewissen zum Trader gehen. Dann bin ich mal gespannt, was wir da kriegen für. Hallo. So. Aber gut, das ist unsere erste Quest. Die Spinnzombies, die wir gemacht haben. Da gibt es gerade mal 350 für. Und die zweite. Ah, gibt schon 1400 für. Und auch schon ein bisschen mehr EP. Das ist sehr schön. Ah, den Holzpunkt brauche ich aber auch nicht wirklich. Die Schmerzmittel aber auch nicht wirklich. Das ist. Vielleicht kann ich den ja verkaufen bei ihm. So, dann möchte ich einmal kurz in sein Inventar. Ein paar Kleinigkeiten möchte ich schon verkaufen. So wie das. Kann ich den auch verkaufen? Oh ja, der bringt sogar 344. Gleich dahin. So, das Rezept kann ich verkaufen. Das kann ich verkaufen. So, das. Das kann ich genauso verkaufen. Das kann ich mich schon. So, und den Rest brauche ich, glaube ich, alles noch. Die Farbe hebe ich mir auf. Das ist eh meine. Wunderbar. Ach, guck mal, so langsam sammeln sich die Jetons hier doch mal an. Bin mal gespannt, ob der wieder ein Fahrzeug kriegt beim nächsten. Auf Tag 10 füllt er sich wieder auf. Und questmäßig hat er, glaube ich, nicht mal allzu viel. Die sind so alt, alle so weit weg. Ich würde sagen, Stufe 1 ist das? Hier soll eine Stufe 1er Quest zwischen? Okay. Naja, würde ich sagen, dann machen wir die beim nächsten Mal. Den haben wir sie raus, dann dürfte er auch nur noch Stufe 2er Quest haben. Und ich fahre jetzt nach Hause, mach das Moped und unser Inventar leer, sortiere vielleicht mal ein bisschen die Kisten, weil wir ein tierisches Platzproblem haben. Da müssen ein paar mehr hin, dann wird es mal ein bisschen sortiert. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder mit der neuen Quest und neuer EP und hoffentlich mal vernünftiges Material, damit wir da hinten mal weiter ausbauen können. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.